Moin Moin und damit herzlich willkommen zum DFB-Pokal, DFB-Pokal-Tipps, zweite Runde, Dienstagsspiele. So sieht's mal aus. Wer kommt in die nächste Runde? Gibt's die nächste Überraschung oder ist alles vorhersehbar? Gucken wir mal. Los geht's mit meinen neuen Pokaltipps. Das erste Spiel, was um 18 Uhr stattfindet, ist das Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem ersten FC Nürnberg. Und ja, Mannheim im letzten Spiel Holstein Kiel besiegt nach Elfmeterschießen mit 5:3. Die Frage stellt sich jetzt dort, geht es auch mit einem Sieg gegen den ersten FC Nürnberg, gegen die nächsten Zweitligisten? Die haben hingegen gewonnen gegen Marienborn und zwar mit 2:0 und zwar nur relativ knapp. Und natürlich stellt sich die Frage, ob es jetzt gegen Waldhof Mannheim besser wird oder nicht. Ich denke mal, am Ende wird es so sein, dass Mannheim weiterkommt, aber erst nach Verlängerung mit 2:1. Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Natürlich, es ist das Spiel zwischen dem VfB Lübeck und dem FSV Mainz 05. Und die Lübecker haben im letzten Spiel 1:0 gewonnen gegen Hansa Rostock. Ja, da hat der Immon tatsächlich mal die richtige Tendenz gehabt. Ja, die große Frage ist natürlich die, wie wird sich Lübeck gegen Mainz schlagen? Denn in der Regionalliga läuft es momentan für die Lübecker. Die Frage stellt sich, ob es für Mainz nun besser geht. Denn die Mainz haben im letzten Spiel 3:0 gewonnen gegen Erzgebirge Aue. Und ja, das 3:0 wollen sie gerne gegen auch Lübeck wiederholen. Ich denke mal, dass diese Partie doch relativ früh entschieden wird. Und am Ende Mainz gewinnt mit 3:1. Das nächste Spiel, ebenfalls um 18 Uhr, ist das Spiel zwischen den Stuttgarter Kickers und der Eintracht aus Frankfurt. Und die Stuttgarter Kickers haben 2:0 gewonnen gegen Greuther Fürth, gegen den Zweitligisten, der ja, wie wir jetzt bereits wissen, noch nicht so wirklich in der Liga angekommen ist. Umso besser für die Stuttgarter. Jetzt geht's aber eben gegen die Eintracht, die hingegen Champions League spielt. Das heißt, definitiv ein anderes Niveau spielt. Als letztes die Frankfurter mit 4:0 gegen Magdeburg gewonnen. Wollen sie natürlich auch wiederholen gegen die Stuttgarter Kickers und ich denke, sie werden es wiederholen gegen die Stuttgarter Kickers. Frankfurt gewinnt mit 4:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen RB Leipzig und dem Hamburger Sportverein und die Leipziger hatten ja schon in der ersten Runde einen Gegner im Hamburg-Bezirk oder besser gesagt in Hamburg, nämlich Teutonia. Das haben sie im Nachholspiel mit 8:0 gewonnen. Eine einseitige Partie. Jetzt natürlich der Gegner, der HSV. Vielleicht jetzt nicht zwingend der Lieblingsgegner in der Hinsicht, denn ja, der HSV hat sich knapp nur qualifiziert für die nächste Runde, hat sich erst in der Verlängerung gegen Bayreuth durchsetzen können mit 3:1. Ah, könnte natürlich unangenehm werden, insbesondere wenn man auch dies, Wochenende auch noch im Hinterkopf hat. Und natürlich stellt sich die Frage, ob eventuell der HSV hier die Wende schaffen kann oder nicht. Ich denke mal eher nicht, aber dennoch wird dieses Spiel ein knappes Spiel. Leipzig gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel findet dann am Abend statt. Das ist das Spiel zwischen der Eintracht aus Braunschweig und dem VfL Wolfsburg. Niedersachsen-Derby, unterschiedliche Ligen. Braunschweig ist aber immer besser in dieser Liga 2 angekommen. Im letzten Spiel mit 10:9 gewonnen gegen die Hertha. Ein hochinteressantes Pokalspiel. Und natürlich wollen die Braunschweiger ein ähnliches hochinteressantes Pokalspiel gegen Wolfsburg haben. Wobei sie auch da gewinnen wollen, klar. Und da stellt sich die Frage, ob Wolfsburg das eben zulässt. Sie haben im letzten Spiel schon Schwierigkeiten gehabt gegen Jena, haben sie auch nur 1:0 gewonnen und ja, Braunschweig wird definitiv auch kein leichter Gegner werden. Ich denke mal, dass dieses Spiel lange Zeit in Richtung Unentschieden tendiert und tatsächlich sogar in die Verlängerung geht und am Ende gewinnt Wolfsburg dann mit 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SV Elversberg und dem VfL Bochum. Die Elversberger im letzten Spiel Erstligist Leverkusen mit 3:3 besiegt. Und natürlich ist das schon mal eine Marke, einen Kandidaten aus der Champions League mal so zu besiegen. Klar, jetzt geht's gegen Bochum, die eben unten in der Tabelle in der ersten Liga stehen und im letzten Spiel mit 3:0 gegen Viktoria Berlin gewonnen haben, wobei sie sich auch phasenweise echt schwer getan haben. Denke ich dennoch, wird es eine Überraschung geben. Elversberg gewinnt dieses Spiel mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Dieses Spiel kommt irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Tatsächlich, am letzten Freitag, oder besser gesagt jetzt am Freitag, war dieses Spiel ja auch schon in Gelsenkirchen. Da hat die TSG deutlich gewonnen, wobei
Nun gut, ich denke mal, bei der Geschichte werden wir dann vom Bundesliga-Tipp am Donnerstag drüber sprechen. Warum, wieso, weshalb, aber nun ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es im Pokal laufen? Denn die TSG im letzten Spiel gegen Rödinghausen mit 2:0 gewonnen, haben sich auch lange Zeit schwer getan. Andersrum, wir sind jetzt mittlerweile im laufenden Wettbewerb und nicht mehr vor dem Wettbewerb. Heißt also, einige Erstligisten sind jetzt vielleicht ein bisschen fitter oder ein bisschen schneller oder wie auch immer. Der Gegner, Schalke, hat 5:0 gewonnen gegen den Bremer SV. In diesem Spiel, denke ich mal, wird diese Partie knapp an Abschluss und Hoffenheim gewinnt mit 2:1. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach. Die Darmstädter im letzten Spiel 3:0 gewonnen gegen den FC Ingolstadt. Und ja, der Unterschied der Klassen war phasenweise erkennbar und natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob das jetzt auch gegen Gladbach phasenweise erkennbar ist, denn dieses Mal ist Darmstadt das Team, was unterligistisch ist. Mal gucken, denn Gladbach hat im letzten Spiel gegen Oberachern klar und deutlich mit 9:1 gewonnen. Dieses Ergebnis werden sie natürlich gegen die Darmstädter nicht wiederholen. Ich denke mal, dass dieses Spiel wirklich in Richtung Unentschieden tendiert. Am Abschluss vielleicht ein 1:1 Unentschieden sogar nach Verlängerung ist. Und am Ende gewinnt Darmstadt nach Elfmeterschießen mit 6:5. Das waren meine Tipps am Dienstag. Eure Tipps natürlich gerne in der Kommentarbereich. Eure Tipprunde ist natürlich auch offen und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Tipp, der dann eben heute Nachmittag, heute Abend stattfinden wird, nämlich den Mittwochspiele. Also, bis dahin, eine gute Zeit und ciao.